In 8000 Metern Höhe haben Menschen normalerweise nichts verloren. Warte mal! Doch es gibt viele, die ihr Glück ausgerechnet hier suchen, in der dünnen Luft der sogenannten Todeszone. Eine Reise zu sich selbst, so beschreiben das jene, die sich mit übermenschlichen Anstrengungen immer wieder dort hinaufquälen. Und die ganz genau wissen, dass sie dabei immer auf einem gefährlich schmalen Grat wandern, zwischen Triumph und Tragödie. In dieser Sendung soll es um drei Männer gehen, denen die dünne Höhenluft förmlich zum Lebenselixier geworden ist. Mit zweien wollen und werden wir reden über den Mythos des Höhenbergsteigens, über die Freuden genauso wie über die Entbehrungen und darüber, wie die höchsten Gipfel der Welt ihr Leben verändert haben. Mit dem dritten können wir leider nicht mehr reden und das macht uns unendlich traurig. Aber dankbar erinnern wollen wir uns an Lutz Protze, einen langjährigen Weggefährten, dessen spannende Bergabenteuer uns nicht nur jahrelang gefesselt, sondern auch wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Sendung Biwak bereits zu Beginn der 90er Jahre bei allen Freunden des Draußenseins Kult geworden ist. Das kann man getrost auch von den beiden anderen behaupten. Zwei Männer aus Dresden, die gemeinsam seit 16 Jahren schon scheinbar unzertrennlich wie ein paar alte Latschen durch die Berge der Welt ziehen. Heute haben wir uns in der Sächsischen Schweiz verabredet. Mit Frank Meutzner, 48, und Götz Wiegand, 54. An der großen Hundskirche, einem Kletterfelsen oberhalb von Gorisch. Ach, guck an, du. Es gibt Zeiten, sind die sogar mal pünktlich. Guten Morgen, der Herr. Schönen guten Morgen. Einer war beim Friseur, ist das richtig? Ich nicht. Eine gemeinsame Klettertour haben wir geplant, ahnen aber schon, dass das schwierig werden könnte. So, wollen wir mal schauen, Bursche. Worauf wir zuerst schauen wollen, das sind die großen Abenteuer der beiden Freunde. Sie haben in den letzten zwei Jahrzehnten so ziemlich alles erlebt und geteilt auf ihren Expeditionen, was die Berge zu bieten haben. In guten wie in schlechten Zeiten. Vor 13 Jahren, am 15. Mai 2000, haben sich die beiden ihren größten Traum erfüllt. Der Gipfel des Makalu im Himalaya war der erste gemeinsame 8000er. Der Weg dahin war lang. Für beide. Bei Götz begann alles mit dem Fernweh, das er als Student Mitte der 80er Jahre zunächst in Bulgarien und Rumänien gestillt hat. Frank erlernte das Kletter-ABC im Elbsandstein. Alpine Erfahrungen sammelten beide später im Kaukasus und im Pamir. Die Berge, sie bedeuteten zu DDR-Zeiten ein kleines Stück Freiheit. Nach dem Mauerfall lockte die große Freiheit. Götz entdeckt 1994 den Himalaya, leitet eine Expedition zum Shishapangma und erreicht den Westgipfel. Man merkt, dass man sich unwahrscheinlich anstrengen muss und dass man schwach ist, aber das direkt auf dünne Luft zu schieben, also das fällt mir immer ein bisschen schwer. Auch so diese, was man so liest in der Alpinliteratur, ein Schritt, fünf Atemzüge oder ein Schritt, zehn Atemzüge, so, das ist mir eigentlich nie so bewusst. Ich laufe eigentlich da, denke ich so, ganz normal, bloß eben langsam. 1996 lockt das höchste Bergziel der Welt, der Mount Everest, oder wie ihn die Tibeter nennen, die Göttinmutter der Erde. Ich bin also kein religiöser Mensch, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass du dein ganzes Leben lang auf diesem Berg sitzen kannst und den Everest angucken kannst. Das ist wirklich die Göttinmutter der Erde, ne? Also ich war wirklich tief ergriffen. Götz plant seine 8000er-Touren ohne Flaschensauerstoff. Er will mit fairen Mitteln zum Gipfel. Die Everest-Expedition aber scheitert. Die Sachsen müssen in großer Höhe einen Japaner retten. Andere sehen derweil beim Sterben tatenlos zu. Die Sachsen sind schockiert über den kommerziellen Zirkus am höchsten Berg der Erde.
1997 am Chu-Oyu sind sie zum ersten Mal gemeinsam auf Tour. Der erfahrene Expeditionsleiter Götz und der akribische Organisator Frank. Die beiden haben sich gefunden. Götz erreicht den Gipfel. Moitz muss auf 7600 Metern umkehren, aber er ist infiziert von der Leidenschaft des Höhenbergsteigens. Ein Jahr später am Makalu entgehen die beiden Freunde nur knapp einer Katastrophe. Sie verirren sich im Höhensturm. Frank Meutzner erfriert sich dabei die Füße. Entweder ich werde im Krankenhaus liegen oder ich habe das Glück, dass ich bloß jeden Tag einen Verband brauche und dann sich das nacheinander abstößt oder das doch nötig ist, mal kleine Stücke zu amputieren. Anderthalb Zehen müssen amputiert werden, aber im nächsten Jahr ist Meutz wieder dabei am Manaslu. Die Füße schmerzen, er muss umkehren. Götz schafft es zum dritten Mal auf einen 8000er. Und im Mai 2000 sitzen sie dann endlich gemeinsam auf dem Gipfelgrat des Makalu. Auch für Frank Meutzner ist der ganz große Traum von einem 8000er endlich in Erfüllung gegangen. Ich hatte schon eine Chance überfliegen. Ich habe vorhin so nichts gesehen, dieses kleine Berglein. Ja, muss immer sein, muss man mal hingehen. Wie dicht Triumph und Tragödie da oben beieinander liegen, das erleben sie beim Abstieg. Ihr Teamkamerad Bernd Mehnert stirbt an einer Lungenembolie. Sie müssen ihn in über 7000 Metern Höhe am Berg begraben. An der Stelle würde ich ja jetzt gerne schon mal einhaken. Einen Tag nach eurem Gipfelerfolg am Makalu stirbt vor euren Augen ein Freund oder zumindest Bergkamerad. Wie dick muss das Fell sein, dass man sowas verarbeiten kann? Wie lange dauert das, bis man mit so einem Ereignis, so einem Erlebnis seinen Frieden machen kann? Also Frieden, ich sag mal, zu 100% den Frieden wirst du nie schließen. Aber du schaffst es irgendwann zu sagen, okay, das war damals trotzdem eine geile Expedition, das war ein großer Erfolg. Es ist halt ein Unglück passiert. Man kann heute ganz normal darüber reden, ohne dass es eben ständig eiskalten Rücken runterläuft. Und man lernt es, damit umzugehen. Kann man Götz bei dem, was ihr tut in den Bergen, überhaupt alles richtig machen? Also ich glaube, man kann bei kaum einer Sache alles richtig machen. Oder? Im täglichen Leben wie in Extremsituationen in den großen Bergen. Man muss halt versuchen, aus Fehlern ständig zu lernen und mit diesem Wissen, mit dieser Erfahrung, die man dann hat, versuchen, Fehler zu vermeiden. Aber natürlich kann ich auch am Berg, egal wie erfahren ich bin, in einer Situation eine falsche Entscheidung treffen, das ist völlig klar. Dort hat es eben andere Konsequenzen und dessen muss man sich halt bewusst sein. Und wenn der Tod von Bernd uns eines gelehrt hat, dann auf jeden Fall, kein Berg der Welt ist es wert, dass du dort, dass einer dort bleibt oder dass du dort ein Glied verlierst, irgendwie Finger oder Zehen oder irgendwas. Der Berg steht auch in 100 Jahren noch dort. Da sind die Umstände ungünstig, da kehrst du halt um und fährst nochmal wieder hin. Das ist viel besser, als irgendwie ein übergroßes Risiko einzugehen und dann leiden unzählige Leute. Moitz, du hast ein paar Zehen verloren am Makalu 98 schon. Warum müsst ihr immer wieder dahin? Was sucht ihr dort? Was findet ihr dort vielleicht? Ist das Ruhm? Ist das Anerkennung? Ist das eine Art Selbstverwirklichung? oder ist es einfach ein Stück weit Freiheit? Das ist immer so diese Frage, ich weiß, die prinzipiell gestellt wird, wo es eigentlich ja keine saubere Antwort drauf gibt. Was ist deine? Weil wenn du mit Leuten, die sowas machen, wirst du so eine Diskussion nie führen. Ne? Also es ist definitiv nicht dieser Ruhm, diese Anerkennung. Es ist erst recht nie das Geld, weil es gibt man eher aus. Ich für meine Person, ich bin dort einfach reingewachsen. Ich habe als Jugendlicher angefangen, bin halt zum Glück mit den richtigen Leuten zusammengekommen, habe das Glück gehabt, dort Leute zu treffen, die mich immer erst mal irgendwo mitgenommen haben, wo dann das Hochgebirge eine Rolle gespielt hat. Und dann ist das einfach eine Herausforderung. Na, ich habe lange darüber nachgedacht, warum man das immer machen muss, weil nach außen hin sieht das immer cool aus, ne? Jedes Jahr in irgendeinen anderen Berg zu fahren, aber du zahlst natürlich auch einen Preis dafür. Ne? Also Beziehungen gehen Bach runter, deine Kinder sehen dich nur selber selten und ja, Geld verdienen, große Massen kannst du auch nicht, lebst eher schon so gerade an der Grenze. Warum machst du das dann halt immer? Ne? Und für mich sind die Antworten ja ähnlich vielfältig. Eine hundertprozentige Antwort gibt es nicht, aber Freiheit spielt schon eine große Rolle. Ne? Freiheit aufzubrechen, wann und wohin ich will. Schöner Satz von Reinhold Messner. Dann natürlich auch zusammen mit deinen besten Freunden eine Sache durchzuziehen, wovon du am Anfang denkst, dass das unmöglich ist. Aber wenn du eben wirklich gute Kumpels hast und jeder einsteht und jeder seinen Teil leistet, klappt es eben dann doch.
Und dann war für mich eben noch wichtig, auch rauszukriegen, wer ich selber bin. Also wie weit ich in manchen Situationen bereit bin, einfach zu gehen. Und das ist halt im normalen Leben hier unten schwer rauszukriegen. Dort irgendwie das einfach. Das sind so meine drei Antworten drauf. Aber das ist natürlich trotzdem nicht erschöpfend, das ist völlig klar. Okay, bis hierhin erstmal. Schauen wir mal, wie die Geschichten weitergegangen sind. Hey, Giorgio, winner is coming. Frühjahr 2002. Camp 3 auf der Südseite am Everest. Der Chemnitzer Jörg Stingel stand einen Tag vorher als erster Sachse, als erster Ostdeutscher auf dem höchsten Gipfel der Welt. Nun ist er total am Ende. Götz Wiegand ist bei ihm. Der Expeditionsleiter hat selbst keinen Gipfelversuch unternommen, aber er hat am Südsattel gewartet und den total entkräfteten Kameraden nach unten gebracht. 96 haben wir mit der Kacke angefangen, von der Nordseite noch. Und George war damals dabei, wir sind 5 gute Freunde hier. Ich könnte meinen Teil dazu beitragen, indem ich ihn versorgt habe, als er vom Gipfel kam. Reicht mir völlig, ich bin total glücklich. Ich bin an dem Tag total glücklich, wenn wir alle wieder unten sind. Wirklich, wir haben es gegriffen. Frank Meutzner versucht es 2 Tage später, muss den Besteigungsversuch aber abbrechen. Für ihn und für Götz bleibt der höchste Gipfel der Erde unerreichbar. 2003, der Daulagiri, wieder ein 8000er. Es gibt nur ein einziges Wetterfenster. Und alle, die im Basislager ungeduldig gewartet haben, steigen gleichzeitig auf. Darunter auch einige, die zwar viele $1000 an kommerzielle Veranstalter gezahlt haben, um hier dabei zu sein, die aber kaum alpine Erfahrungen haben. Götz fühlt sich nicht wohl, bleibt im Basecamp. Frank fühlt sich so stark, dass er beim Aufstieg sogar eine Filmkamera mitschleppt. 30 Meter fehlen noch bis zum Gipfel, da rutscht plötzlich einer der zahlungskräftigen Hobby-Alpinisten aus. Er hat keinen Pickel dabei, er rauscht talwärts, reißt Frank Meutzner um und 200 Meter weit mit in die Tiefe. Wie durch ein Wunder bleibt Meutz unverletzt, der Traum vom Gipfel freilich, der ist ausgeträumt. Genauso wie der von den 8000ern. Die beiden Dresdner haben die Nase voll von den überlaufenden Normalwegen. Alle anderen Routen, das räumen sie offen ein, sind ihnen zu hart. Zu gefährlich. Fortan gehen sie auf die Suche nach Neuland. Abgelegene, selten oder noch gar nicht bestiegene 6 und 7000 auf allen Kontinenten, das sind die neuen Ziele. Ja, dann machst du jetzt mal eine kleine Tasse mit Cappuccino. Ich hoffe, dass der einbricht. Ist ja ganz wichtig fürs Bild. 5 Stunden durch diesen verfackten Busch, ey. Nichts als Hals. Wir sind oben! Nicht überall geht's bis ganz nach oben. Und an diesem Berg, dem noch unbestiegenen Zarze in Nepal, haben sie sogar schon 3-mal vergeblich Anlauf genommen. Über den 4. Versuch im Mai dieses Jahres werden wir noch sprechen in dieser Sendung. Jetzt wollen wir eigentlich erstmal klettern hier draußen im Sandstein. Allerdings haben wir ein ernsthaftes Problem an der großen Hundskirche. Gestern Abend hat's böse gewittert und es ist schon wieder extrem schwül. Mein lieber Herr, mein Dude, also wenn ich sehe, wie nass das hier drunter ist, also unter dem Griff sozusagen, du. Naja, also. Es wäre jetzt schon ein bisschen vermessen, jetzt hier bei der Nässe einzusteigen. Also, so ein paar kleine Spielregeln kann man sich ruhig mal halten. Ich finde nicht, dass das kleine Spielregeln sind. Ich finde, das ist wirklich wichtig. Ja, nicht wahr, Mann. Finden wir auch. Also planen wir um, gehen wandern und erklimmen nebenan einen Tafelberg. Auf dem Gorisch wird weiter philosophiert übers Höhenbergsteigen, auch über die Schattenseiten. Du findest heute keinen Sponsor mehr, der dich sponsert, wenn du einen Normalweg an irgendeinem 8000er machst. Ne? Da gibt es Haufen Leute, die das versuchen. Ne? Und deshalb muss eben was Verrücktes gemacht werden. Und das, also nackt bei Nacht am besten, ne? Alle 14 8000er in einer Woche. Und dabei ist das Risiko natürlich dann irgendwann unkalkulierbar geworden. Und ich finde, Wettkampf gehört in den Bergsport nie. Also gut, von mir aus Turnen in der Halle an irgendeiner Kletterwand, da kann man dann sehen, wer am höchsten kommt. Aber wenn du eben das auf große Berge in der Welt überträgst, dann passieren solche Sachen. Und ich fand ja das schön und ich bin deshalb ja auch zum Klettern gekommen, dass das eben nur mal eine Sportart ist, die du nie gegen jemanden machst, sondern mit jemandem.
Und ja, genau, der beste, wer ist der beste Bergsteiger der Welt? Ne? Ist es nur Reinhold Messner oder war das der mal? Oder, also ich, meine Definition ist jetzt eine ganz andere geworden. Ich habe mich mal über den Satz von Alex Lohr gefreut, der beste Bergsteiger der Welt ist derjenige, der den meisten Spaß hat. Allerdings ist Alex Lohr eben auch bloß 27 Jahre alt geworden, bevor er am Shisha Pangma draufgegangen ist. Und ich würde das heute beantworten, der beste Bergsteiger der Welt ist derjenige, der von seinen Leistungen und egal, ob eine 3 oder eine 10 in der Sächsischen Schweiz und egal, ob 3000 oder 8000 Meter, davon mit Begeisterung seinen Enkeln erzählen kann. Das ist für mich der beste Bergsteiger der Welt. Wo hast du denn das gelesen? Diesen? Das habe ich mir ausgedacht, wirklich. Das habe ich nirgends gelesen. Nein, wir können das ja bekannt vor. Das ja, weil ich dir vielleicht schon mal gesagt habe. Ja, vielleicht das, ne? Nee, ich denke, das kann man nicht mehr. Man kann es nicht mehr festmachen an einer Person. Aber sagen wir mal, in dem Bereich, im Alpinismus, denke ich, dass auf jeden Fall noch die Russen schon federführend sind. Die haben einfach auch, sagen wir mal, eine andere Angstschwelle nach hinten. Die haben, also dort auch, sagen wir mal, alle, die in den letzten Jahren immer diesen Pilot d'Or gewonnen haben, also diesen goldenen Eispickel da, ne? Das sind alles Leistung, das sind tolle sportliche Leistungen, außer Frage, ne? Aber die sind für mich immer auch mit so einem verlängerten Kreuz versehen, ne? Also das kann jederzeit schief gehen. Gab es irgendwann so eine Situation oder vielleicht auch mehrere, wo ihr nach menschlichem Ermessen, du, heute sagen würdest, das hatte ich eigentlich nicht mehr im Griff? Also man muss natürlich generell sagen, wenn man eine Grenze überschreitet wie 7500 oder 8000 Meter, dann kann man nicht mehr sagen, dass man da hundertprozentig alles im Griff hat. Ne? Also zum Beispiel ist, ich habe ja 98 einen Alleingang am Makalu gemacht. Aus heutiger Sicht schon eine ziemlich waghalsige und auch vielleicht ein bisschen bekloppte Entscheidung, das eben zu machen. Aber nachdem ihr alle wieder unten wart, du wolltest das ja unbedingt reißen. Ja. Ne? Genau. Ich hatte mir auch die Füße erfroren mit dem Frank zusammen, bei mir war es nicht ganz so schlimm und die anderen sind ausgeflogen und ich habe gesagt, nee, ich bin total super in Form und ich kann hier einfach nie weggehen. Beim Aufstieg ins letzte Lager musste ich durch so einen Eisbruch und als ich dann gemerkt habe, ich komme mit dem Fuß eh nie weiter und alleine sowieso nie, ne? Weil moralisch bist du gar nicht in der Lage, dann einfach so weiterzumachen, ne? Wie wenn du jetzt mit ihm das zum Beispiel machen würdest. Dann musste ich durch den Eisbruch, kann ich eigentlich nie wieder zurückklettern. Ne? Das irgendwo muss ich einen anderen Weg finden, wollte den Eisbruch umgehen, bin abgestiegen an der Kante des Eisbruchs lang, immer weiter. Es war auch klar, da komme ich nie wieder hoch, weil da war schon zu schwach. Und letztlich am Eisbruch am Ende unten, ja, da war dann, lief das aus in einer immer steiler werdenden Wand aus Plankeis und ich musste einfach da drüber. So, koste es, was es wolle. Und ich habe dort lange da gestanden und überlegt, wie ich das mache. Zurück ging es nicht mehr. Also der einzige Weg zurück ins Leben war halt über diese geneigte Eisfläche und ich wusste, ein Fehler und ich war schon ziemlich im Eimer, dann war es das. Ja. Und jetzt mal ein kurzer Einwurf. 2 Jahre vorher hatte mir eine Frau aus Klaffenbach, aus meinem Heimatdorf, eine Arbeitskollegin meiner Mutter, die Seidelfrieda, einen Schafwollpullover gestrickt, den ich seitdem immer mit im Himalaya habe. Und jetzt wieder zurück zum Makalu. Ich stehe also vor dieser Eisfläche dort und sehe dann noch, wie ich also meinen mit Steigeisen bewährten Fuß zaghaft auf dieses Eis stelle. Und dann fehlen mir 2 Stunden reales Erleben. Die Erinnerung kommt wieder, wie ich den anderen Fuß dann auf der anderen Seite wieder in den sicheren Firn stelle. Und diese 2 Stunden habe ich mich intensiv mit der Seidelfrieda unterhalten. Und ich habe keine Erinnerung mehr, wie ich über das Eis gekommen bin. Und ich bin überzeugt davon, hätte ich dieses intensive Gespräch, was es in Wirklichkeit ja nie gegeben hat, nicht geführt, dann wäre ich dort runtergeflogen. Und die ist jetzt schon lange tot, die gute Frau, die mir den Pullover gestrickt hat. Aber der Pullover ist immer noch im Himalaya und inzwischen eine Rüstung aus, ja, aus all dem, was man so gegessen hat in der Zwischenzeit. Ich habe ihn nie gewaschen. Und Schafwolle geworden, da geht kein Regen durch, kein Wind nicht. Das ist also meine bevorzugte Bekleidung im Basislager. Okay, zum Glück seid ihr ja nicht 12 Monate im Jahr immer nur in der dünnen Luft unterwegs, sondern ab und zu auch mal zu Hause. Und damit macht er nicht nur uns eine Freude, weil wir hier mal in die Sächsische Schweiz fahren können, sondern auch einer ganzen Menge anderen Leute. Und da ist es, glaube ich, mal Zeit, in der Hitze hier ein bisschen Luft zu holen und mal wieder ein Filmchen anzuschauen. Dieses Büro ist Frank Meutzners Basislager. Wenn er gerade mal nicht in den Bergen der Welt unterwegs ist, dann ist er am Organisieren. Das liegt dem gebürtigen Freiberger im Blut. Am Rechner entwirft er derzeit das Programmheft für sein 10. Bergsichtenfestival in Dresden. Das Film- und Diafest, das immer im Herbst stattfindet, ist sein ganz persönliches Baby. Bergfilmgrößen aus ganz Europa waren schon zu Gast und Frank hält die Fäden zusammen. Genauso wie beim bekannten Miriquidi-Lauf im Erzgebirge. Frank hatte die Idee für den 24-Stunden-Skilauf und ist selbst immer begeisterter Teilnehmer. Ansonsten gehört bei ihm fast immer die Kamera ins Gepäck. Bei Filmarbeiten für Biwak zum Beispiel, am steilen Fels wie hier bei der Ringsanierung in der Sächsischen Schweiz oder in den Hohen Bergen.
Sein sicherer Hafen aber, das ist seine Familie. Mit Sohn Luis, der bald 5 Jahre wird, zu spielen ist ihm wichtig. Und Lebenspartnerin Doreen hat Gott sei Dank Verständnis für seine Bergsucht. Wenn sie am Berg sind, weiß man halt nie, was passiert, was kommt und ob man überhaupt Kontakt hat. Ja, und dann, wenn sie wiederkommen, gibt es immer viel zu erzählen und natürlich Geschenke. In diesem Frühjahr, da macht Frank Meutzner seinem Sohn und seiner Lebensgefährtin Doreen ein großes Geschenk. Er nimmt sie mit in seine zweite Heimat nach Nepal und zeigt dem kleinen Luis die weißen Bergriesen, zu denen er immer aufbricht. Um 12. Okay, das ist ja. Gibt es einen schönen Snack hier auf Mittag heute. Perfekt. Muchas gracias. Wenn Götz Wiegand aufbricht, dann müssen es nicht immer die Berge sein. Weil der Weltenbummler gutes Essen liebt, darf es auch gern mal ans Meer gehen. Gemeinsam mit seiner Frau Sabine führt er Reisegruppen durch die ganze Welt. Zuletzt haben die beiden ganz in Ruhe die Faszination der Vulkane in Südamerika genossen. Was bringt diesen Menschen vielleicht mal aus der Ruhe? Außer dir. Was bringt denn? Ne, der kann das ganz gut. Der kann auch mit Leuten, die jeden anderen aus der Ruhe bringen würden, ganz gut umgehen und bleibt trotzdem ruhig. Das ist, also man findet selten was. Höchstens vielleicht, wenn man seine Fußballmannschaft verliert. Man kann super spielen. Zweimal im Jahr ist Götz live dabei, wenn Manchester United um die englische Fußballmeisterschaft spielt. Manchmal wandert er mit Freunden sogar zu Fuß, bei Wind und Wetter, tagelang von einem englischen Fußballstadion zum nächsten. Auf seinen Bergfreund Moitz muss er da allerdings verzichten. Der interessiert sich für Fußball, nicht die Bohne. Zurück in die Berge. Vom Zarze ist vorhin schon die Rede gewesen. Einem bisher noch unbestiegenen 6000er. Dreimal habt ihr schon Anlauf genommen. Dieses Jahr das 4. Mal. Zarze, der letzte Versuch. So hieß das Projekt. Und wenn man da so richtig zwischen den Zeilen gelesen und gelauscht hat, dann bist du da der treibende Keil gewesen, Moitz, oder? Ich denke schon. Man, das also. Jetzt würde das vielleicht dann drastischer ausdrücken. Ich habe ein größeres Interesse daran geäußert, weil ja, das ist sowas, wenn man was angefangen hat, muss man es auch zu Ende führen, alte Lehre. Ja, dass es dann eben dann doch vielleicht manchmal nicht so funktioniert. Man liegt an vielen Sachen, die man auch nie unbedingt beeinflussen kann. Verrat noch nicht zu viel, weil auch davon haben wir Bilder. Das ist er, der Zarze, 6.343 Meter hoch. Einmal auf seinem Gipfel zu stehen, davon träumen Götz Wiegand und Frank Meutzner nun schon 10 Jahre. In diesem Frühjahr soll es endlich klappen. Schon der Anmarsch eine Herausforderung. Versteckt liegt der Zarze in einem Seitental an der Grenze zum Königreich Mustang. Ohne die Hilfe der nepalesischen Träger hätte das Expeditionsteam keine Chance, in so kurzer Zeit das Basislager zu erreichen. Ein erfahrener Expeditionsleiter wie Götz Wiegand weiß das und bedankt sich dafür. Can you tell all the porters very much thank you, yeah? Because without their help, no chance for us. Thank you, yeah. Yeah, thank you. Gut 10 Tage werden die Bergsteiger auf 5000 Metern Höhe kampieren. Ein stabiles Zelt ist wichtig und die Gebetsfahnen für die Berggötter. Die müssen alle ein bisschen in eine andere Richtung wehen, ne? Wie soll ich das machen, Moitz? Wir bitten euch, die Götter des Himalaya, unserem Vorhaben der Besteigung des Zarze gewogen zu sein. Und ich denke, wir haben es uns beim 4. Versuch auch verdient. Was folgt, ist wie immer eine Diskussion über den besten Weg. Dann musst du hier das Color, gut, mal sehen, wie es ist. Da oben musst du 3 Fixseile reinhängen. Dann bist du dort oben auf dem Plateau. Dann kannst du es hinterlaufen. Na, wenn der Schnee harter ist, läufst du das weg. Und dann vielleicht noch 1-2 Fixseile in den Grat rein, je nachdem, wie steil das ist. Dann ist das alles machbar. Sie glauben, für ihren 4. Anlauf endlich die richtige Route gefunden zu haben. Die spannende Frage ist jetzt nie, wie steil ist das letzte Eisfeld oder ja, gibt es da noch einen Felsriegel oder hält das Wetter aus? Sondern die spannende Frage ist der von uns eingeschlagene Weg eigentlich bis zum Gipfel durchführbar? Einen Tag nach diesem Interview wird Götz krank. Er muss im Lager bleiben. Frank Meutzner steigt mit den anderen Teamgefährten auf. Sie verlegen mehrere 100 Meter Fixseil. Das zehrt an den Kräften. Und sie kommen langsamer voran als gedacht. Durch diese Schuttrinne wollten sie eigentlich freiklettern.
8 Meter. Unter den Steinen eine gefährliche Eisschicht. Wieder müssen sie den Weg mit Seilen absichern. Und als sie endlich den Gipfelgrat sehen, macht sich Ernüchterung breit. 40 Grad Blankeis. Dafür haben sie nicht mehr genug Zeit und nicht mehr genug Sicherungsmaterial. Und jetzt ist man so nah dran. Und aufgeben ist da das Blödste, was man machen kann. Aber bei mir im Kopf tickt doch irgendwas, wo ich sage, also es würde vielleicht gehen auf Biegen und Brechen, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass dann irgendwas passiert. Weil die Bedingungen von Tag zu Tag schlechter werden, unternehmen sie keinen weiteren Aufstiegsversuch. Der Zarze bleibt auch nach dem 4. Besuch der Sachsen unbestiegen. Gibt es andere Projekte, vielleicht als abschließende Frage, über die man schon reden kann, über die ihr schon reden wollt? Da gibt's ja. Also, das ist ja auch mein Problem. Ne? Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ne? Und sag ich mal so, von Projekten, da gibt es so viele. Und da hast du eigentlich bis 16, 17, 2018 schon den Kopf voll von irgendwelchen Vorstellungen. Und dann stellst du mit Erschrecken fest, wie alt du dann bist. Und dann wird langsam die Zeit dünne. Nun muss man sich die Ziele schon ein bisschen aussuchen. Und ich habe schon noch ein paar schöne Ideen. Also auch gerade Kanada, wo wir schon mal gewesen sind, wo wir diesen Dresden Mountain gemacht haben. Also das ist eine super schöne Gegend. Da ist wirklich gar keiner und da kannst du noch eine Erstbesteigung nach der anderen machen. Also ja, in Nepal, da habe ich noch genug Ziele. Muss man einfach mal gucken, was sich ergibt. Dann mal vielen Dank euch beiden an dieser Stelle. Ich weiß, man könnte noch stundenlang mit und über euch reden, aber wie ihr ja auch wisst, wollen und müssen wir heute auch noch ein anderes Thema aufgreifen. Eines, das uns zugegebenermaßen ganz schön schwer im Magen liegt. Kein Weg war so schwer wie der letzte. Vor einer Woche mussten wir Abschied nehmen von Lutz Protze. Unvorstellbar, dass wir ihm nie wieder begegnen werden, unserem treuen Weggefährten, der uns über die vielen Jahre zu einem guten, einem fast väterlichen Freund geworden war. Dieser baumlange, starke Kerl, der als Elfjähriger in Bad Schandau seine Liebe zu den Bergen entdeckte und den schier nichts umwerfen konnte. Schon zu DDR-Zeiten zog er mit der Kamera los, berichtete von Expeditionen an den 7000ern der Sowjetunion und aus den wilden Gebirgen des Balkan. Bei Biwak gehörte Lutz zu den Männern der ersten Stunde. Nicht nur daheim, im Elbsandstein. Er hat uns berichtet von seinen 2 Versuchen am Mount Everest, von der Erfüllung seines 8000er-Traums am Cho-Oyu und von unzähligen Bergabenteuern in der ganzen Welt. Gemeinsam sind wir durch Nepal gewandert und über die Alpen von München nach Venedig. Was hat es dir bedeutet, dieses Leben in den Bergen? Naja, das war eigentlich nur meine Lebenserfüllung, sag ich mal, das Bergsteigen. Es hat mich immer begleitet und es hat mir immer unheimlich geholfen, das ganze Leben lang. Bei diesem Interview zu seinem 60. Geburtstag war's, da ahnten wir noch nichts von der Krankheit, gegen die er fortan kämpfen musste. Ein Jahrzehnt lang tat er das wie ein Löwe. Die Berge waren seine beste Medizin und die herrliche Gabe, auch über sich selbst lachen zu können. Saki, I been on the top. I been on the top ist auch gut. Seine Lieblingsberge hatte Lutz immer direkt vor der Haustür, bis zuletzt. Hier feierte er im Mai noch seinen 71. Geburtstag und hier, vis-à-vis der geliebten Felsen, hat er jetzt seine letzte Ruhe gefunden. Und was hätte ich, was hätten wir dem Lutz Schöneres versprechen können zum Abschied, als dass wir der Philosophie von Biwak treu bleiben. Ganz sicher auch in seinem Sinne, dass wir weiter berichten über Berge, Menschen und Abenteuer. Zum Durchatmen gönnen wir uns jetzt erstmal eine kleine Spätsommerpause. Im September gibt es ausnahmsweise keine Biwak-Sendung. Die nächste dann am 9. Oktober, wie immer ein Mittwoch. Und das Ganze ab 21.15 Uhr hier im MDR-Fernsehen. Bis dahin, bergheil und machen Sie es gut. Das sind die guten Mandel. Die haben nicht schon mal 2 Jahre gehalten. Zahlst du Westgeld dafür?